rief der Schleimhaucher. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ich habe mir jetzt extra meine letzte Folge angesehen, nur um meine Begrüßung wiederzufinden. Das ist voll mein neuer Spruch. Den werde ich jetzt wahrscheinlich öfters bringen. Einfach mal so. Vielleicht, ich weiß es nicht. So, das sollte vorerst reichen da. Hoffentlich. Zusätzlich werde ich da natürlich dann noch ein paar Dings platzieren, ein paar Schwarmwirte oder einen Schwarmwirt. Das sollte dann mehr als reichen. So, da auch noch zwei von denen. Ich liebe Verteidigungen. Die Verteidigung ist einfach das Schönste überhaupt. So. Was haben wir dann hier noch? Ja, eigentlich eh nichts mehr. Gebäude durfte ich alle haben. Ich brauche eine Laufe, dann kann ich gleich zwei Drohnen daraus bauen, weil ich hier cool bin. Dann wird der wieder etwas Gas spucken. Das wird mir wieder missfallen, aber das ist mir Wurst. Schlängel dich weiter, fress dich vor. Ich werde hier noch weitere Flachs platzieren wollen. Da ich nicht weiß, wie die Terraner hier mit angreifen sind. Ja, später. Falls ich es mir noch erinnere. Des Weiteren werde ich schauen, dass ich... Drei Schwarmwirte, reichen die aus? Ja, die reichen aus. So. Die Liga hat begonnen, Gas einzusetzen. Die Verseuchten werden sterben. Stellt euch auf einen Angriff ein. Beschützt unsere Virophagen. Ich bräuchte noch zwei von denen. Die sind so weit weg. Das mag ich nicht. So, mal gucken. Ja, also du, der kann kommen. Habe ich eigentlich schon StarCraft 2 Heart of the Swarm gesagt? Ich glaube schon. Wir den Ort ein, bevor sie wieder angekrochen kommen. Königin lauscht. Dann komm doch, du Feuerfresser. Da bezweifle ich, dass ich da was brauche. So. Kommt, Kinder. Wir haben jetzt hier die Überdruckdosen, dass sie auch Lufteinheiten angreifen können. So. Verwurzeln. 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 Ja, finde ich nicht schlecht. Die Liga nutzt diese Einrichtungen, um Experimente an lebenden Zerg durchzuführen. Wenn du hier einen Kriegertumor platzierst, kannst du sie verseuchen und dann die darin befindliche Biomasse stehlen. Krass. Werde ich mir merken. Danke, Stukov, mein alter Freund. Da hier etwas wenig. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Was bei allen Göttern? Schweine! Ja. Der ist an einer besseren Position wie ich. Ich hasse dich, du Sauer. Keine Gnade. Die werde ich dann gleich einmal hier rauf verziehen müssen, diese Verteidigungslinie. Das nützt nichts. Ich bin der Schwarm. Achso, ja, ihr könnt ruhig. Das tut mir relativ wenig. Nicht gut. Was ist es diesmal? So, eine Königin gleich hier dazu, eine weitere die Königin zum Verteidigen. Krass. Der Schwarm erobert alles. Ich brauche noch ein paar Königinnen. Einmal hierher, einen Schwarmwirt. Einen Schwarmwirt hierher. Du wirst zu einem. Warum bist du nicht zu einem Stachelkrabbel geworden? Schießen da einen Belagerungspanzer, bitte. Schwein. Huch. Nein. Mein erster Verlust in der Verteidigung. Ihr werdet alle sterben. Ihre elenden Bastardos. Verwurzeln. Verwurzeln. Gut. Okay, 45 Sekunden habe ich noch Zeit. Da würde ich jetzt liebend gern aber ein paar... Einfach nur etwas Masse zum Angreifen. Genau. So. Dass ich etwas Masse habe. Dann würde ich mich um meinen zweiten Ding da freuen. Wie bringst du dich hierher? So. Ihr vier seid meine Streitmacht 2.
Aspekt 2 zu viel. Soll ich das verwerten? Den Terranern ist das Gas ausgegangen. Pfeife. So. Jetzt wollen wir gleich das erste Mal angreifen, sobald ich hier... Ja, da auch noch was gebaut habe. So. Wenigstens was weiß du ich... Heute kannst besorgen? Dass wir ich eigentlich immer Druck Grenzen. Machen kann. Das ist recht angenehm. Aber bevor ich das alles verseuche, werde ich mir eher... Da ist diese verranzte alte Belagerungspanzer. So. Oh. Du bist mir im Weg. So. Gut. Okay. Wenigstens weiß ich, dass immer Druck gemacht wird. Und ich werde die noch nicht verseuchen. Denn ich werde, ganz elegant wie ich bin, einfach meine Verteidigungslinien immer wieder vorziehen. Ich bin ja voll gut, der bin ich. Tod erwartet dich. So. Der Schwarm erobert alles. So baue ich meine Verteidigungslinien hier auf. Mir. Bevor ich dann... Und jetzt kommt's. Verteidigt diese Anlage, Männer. Wir sind das Schwert der Liga. Von mir aus... Und seid ruhig das Schwert. Das Schwert. Ihr habt mich dazu gezwungen. Armatur der Belagerungspanzer. Wenn wir das jetzt Angst machen. Ich bin der Schwarm. Ich sehe da auch ganz elegant. Tötet sie alle. Eine vergammelte, eingerotzte Flammenturm. Egal. Neue Basis aufbauen, oder? Da kann ein Schwarmcluster erweitern. Aggressive Belagerung heißt das. Sollte hier doch etwas mehr Einheitendichte heranschaffen. Es ist Zeit. Bam. Warum das jetzt gestockt hat, weiß ich nicht. Einfach nur, weil es der Computer nicht fassen kann, wie gut ich bin. Natürlich. Wie kann es auch anders sein? So. Und schnapp die Mann. So. Wir verzehren alles. Lecker. Wir Mittagessen. So. Das Labor nehmen wir sowieso ein. Da kann ich ja auch keinen Bau draus bauen. Aber... Ich werde hier einen Bau bauen. Was ist das? Achso. Okay. Und ich werde... Das ist nicht so tragisch. So. Ja? Okay, ihr begebt euch daher. Und wartet. Bis euer Meister fertig ist. So. So sieht meine allgemeine Verteidigung aus. Für jeden Pyrophan. 3 Flachs, 2 Stachelgraber, einen Schwarmwirt und eine Königin. Das sollte meines Erachtens hinhauen. Da sind noch 2 weitere Dinger zum Erobern, damit ich mehr Druck machen kann. Ist ja auch was Feines. So. Zack. Da baust du noch eine Drohne hin. So, da kann ich hier nämlich gleich raufgehen. Da gleich. Dass einfach wieder hier die 24 sind. Dass das passt, versteht ihr? Gut. Sprich. Ich könnte jetzt natürlich auch versuchen, meinen Kriechertumor zu erweitern. Gültiger Befehl. Ja, du bist ein gültiger Befehl. So. Dann haben wir hier den einen. Ungültiger Befehl. Bläh. Weißt du, was ich für deinen ungültigen Befehl halte? Gut, okay, wir mutieren hier einmal zu einer vorgeschobenen Basis. Passt auch. Das ist eigentlich nur meine Rückhand. Zack. Geld habe ich. Ich brauche doch viel Flugabwehr. Da würde ich mir bei einem Luftkorps, würde mir da besser zusagen. Denn mit einem Luftkorps bin ich recht schnell. Schön. Sehr schön. Jetzt sind wir hier 24. Die Liga lässt erneut Gas auf die Plattform ausströmen. Wenn die schneller wären, dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Ihr haltet da stand. Deine Königin. Da habe ich vollstes Vertrauen in euch.
Äschern wir den Ort ein, bevor sie wieder angekrochen kommen. Drei seine Mutalisken sollten das Blatt wenden können. Beginnen sie hierher. Das zu erkennen ist auch kein leichtes. Wo geht der eigentlich dauernd hin? Seltsam, verstehe ich nicht. Fahrt die Brücke aus und erledigt die Brutstätte. Ich will, dass diese Zerg von meiner Plattform verschwinden. So, wie ihr seht, kein Problem. Das sollte jetzt nicht wirklich die Herausforderung sein. So, dann bekomme ich gleich etwas mehr Ressourcen. Ist ja auch was Feines. So, während hier mein Kriechertumor sich weiter voraus pflanzt. Vorauspflanzt. Fortpflanzt. Ein Flugkommando. Da kann ich den Bau das machen, einfach nur weil ich das Geld habe. Weil ich einfach nur. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand. Weil ich einfach nur einen Erfolg bekommen habe. Cool. So, der wird wahrscheinlich hierher gehen. Oder? Nein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ist das eine Brücke? Kommt man da rüber? Grab doch mal auf dieser gar nicht zu kleinen Brücke ein. Sieh dir das an. Da geht's voll zum Enemy. Ist die Brücke schon immer da gewesen? Egal, mir ist Wurst. Ich habe alles, was ich brauche. Habe ich. Ich habe ein Luftkommando. Und da kommt die Sau. Ich hab's gewusst. Die Brücke war noch nicht, war am Anfang nicht da. Der stirbt der Belagerungspanzer Sau. So. Schweine. Okay, tut mir nicht wirklich viel weh. Ich werde mich hier weiter fortpflanzen. Werde ich hier noch. Zack. Ja, bauen wir noch zwei fürs Vespingas. Dann das nächste wäre dann hier schön vermehren wieder. Wo sind hier die Königin? Meine Königin, das Abschließen von Bonuszielen erhöht deine Macht. Deine Königin. Wow. Hast du das schon mal gesehen? Solch einen Tipp. Das ist ja unglaublich. Unfassbar ist das. Also da ist mir jetzt echt gerade die Kinnlade runtergefallen. Heilige Maria. Ich werde Mutter Gottes. Vergeltung üben. Bitte für uns kleine Sünder hier im Zergland. Es strömt kein weiteres Gas aus. Es wird einige Zeit dauern, bis die Liga Neues hergestellt hat. Greift ihr nur dort drüben an. Das rotzt mich jetzt an, dass da eine Brücke ist. Kann ich die nicht zerstören? In vielen Spielen konnte man die Brücke einfach zerstören, dann hat man kein Problem mehr gehabt. So. Da ist aber eine gute Verteidigungslinie, weil ich hier auf erhöhter Position bin. Das gefällt mir schon wieder besser. So. Ja, noch eins. Du bist zu so einem Teil hier. Während ihr hier verwurzelt. Vielleicht etwas zurückgezogener, dass ihr nicht direkt im Angriffsspektrum seid. Ihr steht der Verteidigung nicht im Weg rum. So. Gut. Okay. Passt. Geht gut. Geht gut. Okay. Ich spüre auf der Plattform noch weitere Garnisonen. So soll es sein. Nein, falscher Knopf. Ich brauchte das. Gobble. So, einmal ein paar Schwarmlinge dazu. So, dann guckt euch doch mal um, Kinder. Das passt. Ich habe mehr als genügend Ressourcen. So, dann schauen wir mal, ob wir etwas Damage machen können irgendwo. Der Schwarm erobert alles. Nuklearer Abschuss festgestellt.
Weiter, 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 weiter. So. Cool. Ich finde, ich werde Vergeltung üben. Das passt. Ich habe zwar alles verloren, was ich hatte, aber es passt. Dieser Planet gehört mir. So. Ich sollte möglichst schnell hierher fahren. Und zwar so schnell wie möglich mit so viel wie möglich. Aus dem Grund. Du bist mir im Weg. Ja, du mir auch. Werde ich jetzt einen Haufen Schwarmlinge bauen und die alle hier versammeln. Und zwar mit maximaler Auslastung an Schwarmlingen. Zack. Zack. Ich werde Vergeltung üben. So, und hab schon 81 wieder Einheiten. Schön. Es ist mir bewusst, ob die von unten oder von oben kommen. Hauptsache, sie machen Damage. Genügend Damage. Die Liga Trottel. Kann ich natürlich jetzt. Sie greifen die Basis an. Weicht keinen Zentimeter zurück. Deine Königin lauft. So, einfach hier mal die Verteidigung plätten. Wir passen uns ab. Gewahrt. Ja. Natürlich statt hier der Belagerungspanzer mehr als der ganze Rest. Erobert alles. So, mal gucken. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mehr Zergverstärkung. Dann passt das. Und immer Druck machen. Immer Druck machen. Das ist genau das, worauf es ankommt. Unsere Streitkräfte um den Druck, versteht ihr? Der Druck, den er nicht. Okay. Okay, also so schnell war ich nun auch schon lange nicht mehr mit einem Ressourcenfeld komplett abbauen. Oh mein Gott, was mache ich jetzt mit den ganzen? Wir brauchen ein Truppenlimit nur. Ist das, was ich da brauche? Einerseits mal hier. So. Gas strömt erneut auf die Plattform aus. Ausgezeichnet. Dein Kriecher verseucht gerade die erste Einrichtung. Versetzen wir sie wieder in ihren Urzustand. Was hast du schon mal gesagt? Ist das auch ein voller Lyriker, oder? Jetzt seht ihr das. Nur Kerrigan, eine Königin und Haufen Zeuglinge. Und leider Gottes ein paar Flugeinheiten, die mir missfallen. Wir können eh nichts tun. Wir müssen eh wieder zu Boden bauen. So. Dass ich hier wieder ein paar von denen produzieren werde. Eure Königin wird angegriffen. Wow, wir hatten ein Tor zerlegt. Was du heute kannst besorgen? Gewagt. Die ist gut, wir hatten ein Tor zerlegt. Ich bin der Schwarm. Und das komplett ohne Hilfe. Du, mit der Haufen an Drohnen, da ist ein viel, vieles erschöpft. Bessern wir den Ort ein, bevor sie wieder angekrochen kommen. Du, ich esche jetzt gleich dich ein. Macht euren Frieden. Siehst du? So, ihr solltet euch wieder zurückziehen. Zum möglichst an einer zentralen Position. Wir passen uns an. So. Ups, das war falsch, aber egal. So. Hierher gleich die Verstärkung. Oh, das geht. Die Mission ist nicht so schwer. Wow. Die Eroberung geht weiter. Die
uns unterstützen. So. Ihr geht daher. Seid Kontrollgruppe 3. Seid die Kontrollgruppe 2. Du bist ich werde alleine üben. Kontrollgruppe 1. Platzierst dich hier. Dann komplett mal mit Zerglingen wieder versorgen kann. So. Und die Kontrolltruppe 3. Hier auf die Virophage aufpasst. Ja, das tust du. Das machst du fein, machst du das. So. Siehst du? Macht's fein. So, und ihr werdet zu Hydralisken. In 24 Sekunden sollte das doch wohl zu schaffen sein. Und dass ich mir mal gucke, ob ich hier vielleicht irgendwo... Ich meine, von denen habe ich ja genug, oder? Dann kann ich ja gleich mal hier etwas, bevor ich dann die Folge gleich beende, hier gleich mehr Virophagen erschaffen, da ich ja sowieso mit meinen Mutalisken als Verteidiger. Ich finde es amüsant, dass ich einfach... Den Terranern ist das Gas ausgegangen. Pfeifen. So. Okay, dann sage ich gleich, einen Moment noch, und schnappel die Watz. So, und damit sage ich, danke, dass ihr euch diese Folge angesehen habt. Versorgung erfolgreich. Diese Garnison befindet sich jetzt unter der Kontrolle des Schwarms. Und damit sage ich, triefender Schleimerhalle und bis zur nächsten Folge von Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir haben diese Garnison verseucht. Tschüss.